Moin Moin, willkommen zurück bei Wildsing und dem zweiten Video als Antwortvideo auf dieses kleine Vierer-Special Bands ohne Zugang, was ich vor einigen Monaten gemacht habe. Kurz die Geschichte dazu. Also ich habe eine ganz schöne Liste inzwischen an Bands, wo ich glaube, die könnten was für mich sein, aber die haben sehr viele Alben, eine große Diskografie und häufig dann auch einen sehr wechselhaften Stil, haben sich entwickelt und so weiter. Und ich finde es immer schwierig, wo startet man am besten mit so einer Band? Und weil, wenn man den falschen Zugang wählt, könnte es sein, dass diese Band für einen verbrannt ist, nur weil man den falschen Zugang hatte. Und das habe ich so ein bisschen mit Running Wild erfahren, daher kam es. Und im ersten Video haben wir Katatonia abgehandelt. Und ich gehe genauso weiter, wie ich das Vierer Special Bands ohne Zugang veröffentlicht habe. Und die zweite Band ist dadurch Nocte Obducta. Nocte Obducta, die Black Metal Band aus Deutschland, aus Mainz genauer gesagt. Und ist mir natürlich immer ein Begriff gewesen, ne, die Black Metal Band. Aber die haben ja wirklich, einen Arsch voll Alben draußen. Die haben sogar dieses Jahr eins herausgebracht, 2023. Und es ist so, dass die auch nicht so, wie manch andere Black Metal Bands, viel EPs, Splits, irgendwas, sondern seit 2000 so und so alle 2, 3, vielleicht 4 Jahre ein Album rausgebracht. Und das lässt die auf eine sehr stattliche Diskografie zurückblicken. Und ich muss zugeben, als ich das Video Bands ohne Zugang damals gemacht habe, kam von euch eine sehr große Resonanz. Und dafür erstmal vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr klasse. Und es hat sich herausgestellt, dass besonders 2 Alben, die auch scheinbar zusammenhängend sind, haben sich da sehr klar herausgestellt. Also bei Nocte Obducta, fand ich, war das sehr, sehr klar. Und zwar sind das die beiden Nektar-Alben. Sind diese beiden. Ich habe mir die besorgt. Das ist einmal 2004 Nektar 1, 12 Monde, eine Handvoll Träume. Das sieht so aus. Und einmal Nektar 2, das ist ein Jahr später, 2005 herausgekommen, Seen, Flüsse, Tagebücher. Die Titel von Nocte Obducta sind immer so ein bisschen so. Die sind immer sehr lyrisch und so sind auch die Titel der Songs und so weiter und so fort. Und die beiden Nektar-Alben waren wirklich mit Abstand der absolut häufigste Tipp. Und es ist wirklich so, dass ich mir vorher über eine Sache nicht ganz im Klaren war, muss man sagen, denn es ist so, dass mir war nicht bewusst, also ich bin davon ausgegangen, deutsche Black Metal Band, mir war nicht bewusst, dass diese Alben möglicherweise vergriffen sein können. Und tatsächlich Nektar 2 meine ich, eins von den beiden, ich meine Nektar 2 oder Nektar 1. Eins von beiden war beim Label irgendwie machbar, bestellbar und das andere tatsächlich eher ein Problem. Und das musste ich mir dann für relativ teuer Geld im Internet bei Discogs, aber dafür Neuware schießen, hab ein bisschen dafür in die Tasche gegriffen, aber ich hatte keinen Bock, jetzt eine halbherzige Scheiße zu machen. Und ich wollte beide Nektar-Alben haben. Ich fand es tatsächlich ein guter Einstieg, rein vom Außen betrachtet, weil du dann so ein zusammenhängendes Ding hast. Innerhalb deren Schaffenszeit, also die haben sich 95 gegründet, wirklich mit Alben sind die, glaube ich, erst 97, 98 irgendwie rum, um die Ecke gekommen und ab 2000 dann relativ regelmäßig, bis auf einen kleinen, ich glaube ab 2006 oder bis 2010 haben die, glaube ich, ein Päuschen gehabt und danach ziemlich regelmäßig Alben wieder rausgebracht. Also so ein bisschen in der hohen Schaffensphase der Mid-2000er und da kam halt, wie gesagt, die meisten Tipps kamen Nektar-Alben. Da kommt es nicht dran vorbei. Nimm die Nektar-Alben. Und wie gesagt, die beiden sind es geworden. Ich musste mir halt tatsächlich das eine aus den USA bestellen. Ganz spannend, dass ich eine deutsche Black Metal Band aus den USA bestellen musste. Hierzulande habe ich es nicht gekriegt. Aber beide gut erhalten, beide frisch, beide mit schöner Musik drauf. Nocte Obducta, wie gesagt, noch kurz so die Hard Facts. Black Metal Band, 95 gegründet. Ursprünglich 93 aus einer anderen Black Metal Band, die hat sich dann 95 dann zu Nocte Obducta genannt, wie das halt so geht. Deutsche Black Metal Band, eine große deutsche Black Metal Band, haben so einen avantgardistischen Touch, bei zum Beispiel Encyclopedia Metallum steht auch Avantgarde Black Metal, haben sich aber ihren Kern Black Metal-lastig erhalten. Das ist jetzt kein Geschwurbel oder so, oder dass die völlig abdrehen. Der Sound gibt es aber auch wieder, auch da schon. Ich habe, wie gesagt, das ist jetzt mein Einstieg, diese Alben habe ich gehört. Und wenn man den Stil umschreiben muss, dann erinnert er mich schon an sehr klassischen deutschen Black Metal, lange Songs. Ich denke da nur Luna Aurora, Nagelfahr, auch Bands, die ungefähr zu der Zeit auch aktiv waren. Bisschen früher vielleicht. Aber auch
rein stilistisch, ja, geht es an auch, ist ein Scheißvergleich, es tut mir leid, aber so Richtung Nagaroth, also diese eher langgezogene, muss auch nicht immer ins Tempo gehen, aber das alles im Kern des Black Metals, das aber alles plus verspielt. Also am ehesten würde ich tatsächlich Luna Aurora nehmen, oder Nagelfahr tatsächlich in verspielter, weil diesen progressiven, verspielten Touch haben die. Die sind auch sehr keyboardlastig und das gefällt mir tatsächlich ganz gut, weil die ja jetzt nicht progressiv vom Songwriting schon auch sind. Die Songs gehen von denen echt, also das ist sehr unterschiedlich, sehr spannend. Die haben einen totalen Hang zu langen Songs und du hast aber mal so einen 2-Minuten-Brecher dabei, dazu komme ich später noch. Aber dann geht der nächste Song einfach 17 und die haben einen Hang zu sehr, sehr erzählerischen, sehr langen Songs. Dadurch brechen natürlich auch die klassischen Songstrukturen auf, was für die Länge einfach notwendig ist. Erinnert dann so ein bisschen so an diese Soundgord-Sachen von Nagelfahr, aber in progressiver, in verspielter, in frickeliger irgendwie, aber auf einem Level, wo das noch nicht irgendwie Pseudokunstmusik wird oder Musik für Musiker oder so. Die schaffen das schon irgendwie, ja, avantgardistisch dann tatsächlich zu machen, aber ohne den Black Metal Kern, das Böse des Black Metals irgendwie, diesen extremen Kern, den irgendwie zu verleugnen oder den völlig zu verlieren auf dem Weg sonst wohin. Und spielt einfach auch Keyboard eine große Rolle. Gefällt mir aber gut und weil die halt immer wieder darauf zurückkommen, dann auf diesen klassischen, und das ist das Schöne in diesem Black-Metal-Anteil der Musik, auf den klassischen Black-Metal-Anteil, der dann auch in den 90ern verwurzelt ist. Also du hörst dann auch sowas wie Emperor ja raus, finde ich. Und aber dann, wie gesagt, auch so diese frühen Luna-Aurora-Sachen, sowas in die Richtung, auch so ein bisschen kalt und diesen eisigen Teil von 90er-Jahre-Black-Metal. Und das gefällt mir ganz gut. Und darüber schaffen die tatsächlich auch, finde ich, ein einigermaßen eigenen Stil zu entwickeln. Und das gefällt mir ganz gut. Und gehen wir mal die Alben durch. Teil 1, 12 Monde, eine Handvoll Träume, Nektar 1. Ist ein bisschen, von der Struktur ist das so ein bisschen, das gab es schon häufig. Da sind wir dann auch bei Nagelfahr. Und das gibt es auch bei anderen Black Metal Bands. Ich will nicht wissen, wie häufig es das gibt. Du hast 5 Tracks und das eine ist die Einleitung und dann gibt es 4 Jahreszeiten. Die haben auch immer noch einen weiteren Titel. Also es ist Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Frühling, der schwarze Flieh, das Wiegenlied. Sommer in einem Mitsommernachtsschatten / Nocte Obducta. Herbst lenkte einsam meinen Schritt. Winter, Dezembermond. Und da muss man tatsächlich auch sagen, das sind alles, ich meine, das sind erstmal nur 5 Tracks, die Spielzeit ist aber ganz normal, wenn nicht sogar ein bisschen lang. Und man muss sagen, die Songs sind einfach alle irrsinnig lang. Und hier wird relativ krass mit einem Spannungsbogen gespielt, denn ich finde tatsächlich, der emotionale Spannungsbogen ist es hier. Es ist so, dass das auch relativ klassisch anfängt mit dem Frühlingsteil, geiles Lied. Man muss jetzt auch dazu sagen, da einen rauszunehmen, finde ich schwierig, weil das als Gesamtkomposition wirkt. Jedoch ist es so, dass alle wirklich richtig gut sind, alle Teile, und die halt wirklich sehr schön entwickeln und emotional hinten raus eher mit so einer Depression hinten rauskommen, wenn der Winter halt da ist. Und das fängt super geil an, eher klassisch und dann verspielt und dann ist der Witz, du denkst immer so ein bisschen, ja, ist der Song jetzt um, dann fängt der tatsächlich gefühlt nochmal an mit einem ganz anderen Aufbau, ein sehr erzählerischer Aufbau, teilweise dann auch für Passagen lang relativ weitestgehend ohne Gesang auch mal, das ist tatsächlich ganz cool, aber dann auch wieder sehr viel Gesang, also sie sind sehr wechselhaft, mit einer unglaublich geilen Gitarre auch zwischenzeitlich, einer Melodiegitarre dabei, die halt dann auch diesen Keyboardbrett unterstützt, ein sehr vielseitiger Stil, ein sehr erzählerischer Stil, aber das ist das, finde ich, die Essenz, die den Sound hier ausmacht. Es ist jetzt nicht so, dass man nur so ein Konzeptalbum hat oder nur dieses Erzählerische oder so. Das sind einfach gute, gute Songs. Und als Highlight, auch wenn das, glaube ich, bei so einem konzeptartigen Album, was es dann mit den Fähre-Zeiten ohne Frage sein muss, Frühling oder Herbst sind wahrscheinlich meine Favoriten, aber ich bleibe dabei. Einleitung mal ausgeklammert. Alle 4 Jahreszeiten hier sind einfach geil und gehen halt auch wirklich gefühlt nahtlos ineinander über. Also es ist schon so, dass das ganze Album wirkt am Ende des Tages fast wie eine Komposition, wie ein Song. Und ich glaube auch, dass das der Stil ist. Und das passt dann tatsächlich auch zu der Erwartungshaltung. Dann sind wir wieder bei strukturellen Alben, dass auch das der Plan war. Das auf jeden Fall zu Nektar 1. Nektar 2, da war der Song drauf, den mir die meisten tatsächlich empfohlen haben. Und das ist der zweite Track und Pan spielt Flöte.
ist am Anfang auch wieder so ein Dreiteiler, die haben halt viel zu erzählen. Tatsächlich finde ich auf dem Album, Nektar 2 wird insgesamt mehr erzählt, der Text ist mehr. Das ist jetzt nur ein Gefühl, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht mit Stoppuhr belegt, aber das Highlight, das mir so angeteasert worden ist, nicht runterfallen lassen, ist, und Pan spielt die Flöte, es ist auch das Highlight. Also es hat sich bewahrheitet. Man muss ja mal ein bisschen vorsichtig sein, wenn du viele Empfehlungen bekommst, steigt auch die Erwartungshaltung, aber das ist einfach ein richtig geiler Black-Metal-Brecher. Denn der hat auch eine atmosphärische Melodie-Gitarre, der so vielleicht auch so ein bisschen in Richtung windier geht. Das hat was mit einem großen Wiedererkennungswert. Einfach, das hat einen riesengroßen Wiedererkennungswert. Aber wir sprechen da auch von einem Song, der in die deutliche Überlänge geht. Aber halt dabei immer wieder mit so einem Wiedererkennungswert kommt. Und das ist natürlich dann Meisterklasse. Das ist Meisterklasse. Und macht dann auch einfach Höllen viel Spaß. Es ist ein scheiß guter Song. Ich bin heilfroh. Ich war sehr nervös, weil wenn man diese Empfehlung immer und immer wieder bekommt, dann steigt die Erwartungshaltung. Am Schluss wird man enttäuscht, fällt man umso tiefer. Hat man keine Erwartung, entdeckt man einfach nur was Geiles und gut. Aber es hat sich ja tatsächlich einfach nur erfüllt, bewahrheitet. Es ist wirklich ein grandioses Lied. Und dazu das Bonbon, was ich anfangs anteaserte. Zwei Songs später gibt es den sehr kurzen Song Es fließe Blut. Ein Ultralied. Ein absolutes Ultralied. Denn das ist einfach nur, ja, fast Black'n'Roll. Geht in so eine Tudor-artige, Rock'n'Rollige Richtung auf die Omme. Und total noisy, aber nach zwei Minuten auch um. Und dann startet der nächste Vollbrechersong mit einer Überlänge, davor auch völlig gaga, aber irgendwie fett. Plus, dass diese Phrase, es fließe Blut, grandios eingebettet ist. Also wirklich, es macht Spaß zu hören. Also es ist einfach, es lockert das Album auch ein bisschen auf, weil ich finde, dass sich das Nektar 2 etwas mehr zieht, vor allem nach ein Pan, und Pan spielt die Flöte, verklausuliert das, also verspielt sich das natürlich ein bisschen, dann kommt dieser Track zwischen und bricht das ein bisschen auf. Du denkst, fuck, das ist jetzt mal so ein richtiger True Norwegian Black Metal Song schon fast, um danach dann wieder aber dieses leicht verspielte, atmosphärische und emotionale zu bringen, was natürlich den eigentlichen Sound der Band ausmacht, aber tatsächlich finde ich unglaublich erfrischend. Und so geht es dann auch weiter. Das sind auf jeden Fall die Songs, die ich jetzt erwähnen wollte. Das absolute Highlight meiner Entdeckung ist bei Dr. Dutka eher tatsächlich der zweite Teil. Das erste Teil als Komposition insgesamt fast stärker, aber wenn man Einzelsongs rausnimmt, ist der zweite Teil Nektar stärker, weil und Pan spielt die Flöte und dann im Kontrast zu allem anderen, es fließe Blut, ist einfach witzig. Also es kommt gut, frischt auf und ist einfach ein geiler Black'n'Roll-Song. Das ist was, was ich, als ich noch Black'n'Roll-Partys gemacht habe als DJ, tatsächlich hätte bringen können. Und das ist einfach geil. Es ist ein geiles Lied und passt ja trotzdem irgendwie ins Konzept des Albums. Und ich bin absolut gar nicht da enttäuscht worden. Also Nektar waren die richtigen Empfehlungen auf den ersten Blick. Ich habe jetzt natürlich echt, weil 2023, dieses Jahr haben die erst ein neues Album rausgebracht, ist gar nicht so lange her. Wie klingen die heute? Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Ich glaube, das ist eine Band, die sich eher auch ins noch progressivere entwickelt, ins noch avantgardistische. Das kann ich jetzt aber nur mutmaßen. Was ich noch lobend erwähnen möchte, viele haben ja auch das Taverna-Album empfohlen und es stand tatsächlich so ein bisschen in Überlegung, soll ich mir das vielleicht auch noch dazu bestellen, dann sind es drei Alben, die ich als Einstieg wähle, aber ich muss dann zugeben, auch das megamäßig vergriffen, ich weiß nicht, ob das mal ein Geldbeutel hergegeben hat und ich dachte, für so ein Risiko, weil man weiß ja nicht, ob es was ist, ist auch eher ein früheres Album tatsächlich, wer weiß, wie die Produktion da ist, bei Black Metal muss man, ist dann manchmal doch so ein bisschen sehr Fisher-Price, alles super hoch, kein Bass. Und das war der perfekte Einstieg. Man hat sich überhaupt nichts versaut. Und die Nektar-Alben sind wirklich, die gehen nahtlos ineinander über vom Stil her. Sind dabei aber trotzdem auch leicht verschieden. Auch hier mit mehr Hits, hier mit mehr Konzept. Sehr, sehr zwei verschiedene Seiten, aber zusammenhängend. Und sehr, sehr geile Einstiege. Bin ich überhaupt nicht enttäuscht worden. Und das Taverna-Album ist dann jetzt eher ja, in der Nachbearbeitung vielleicht dran. Um die Struktur hier zu erfüllen, das habe ich auch beim Katatonia-Video, beim ersten Antwort-Video auf Bands ohne Zugang, also mit eurer Empfehlung und mit meinem Zugang dann gemacht, so ein bisschen die Punkte abhaken. Ja, was habe ich erwartet? Ich habe erwartet, dass es schon auch aggressiver deutscher Black Metal wird. Ja, ich würde sagen klassischer deutscher Black Metal mit längeren Songs. Da wurde ich tatsächlich überhaupt nicht enttäuscht. Ich hatte ein bisschen Sorge vor diesem Avantgardistischen, was die sich natürlich auch auf die Fahnen geschrieben haben, wo ich halt auch, das kann halt sehr wild interpretiert werden oder dass das dann sehr lala wird und so.
Da hatte ich ein bisschen Angst vor. Die Angst war völlig unbegründet. Ich finde, die haben hier einfach eine schöne Emotionalität, eine schöne Verspieltheit und Melodie halt auch reingebracht, ohne dass das jetzt hier völlig gaga wird. Die drehen manchmal schon ein bisschen ab und machen relativ lange diesen Pass, das, viel, sehr viel Gesang hintereinander und dann plötzlich gar nicht Gesang und so. Aber ich finde, innerhalb des gesamten Songkonzepts und so, und dann denken wir über sehr komplexe Gebilde und sehr lange Gebilde, ist es am Ende des Tages einfach noch, finde ich, astreiner Black Metal, der seine Grenzen schon auch leicht überschreitet, aber seinen Kern behält. Und auch, man muss dann ganz klar sagen, Black Metal, wie ich ihn mag. Wenn du die langen Songs hast, und die haben die, ohne Frage, dann musst du auch was zu erzählen haben innerhalb der Songs. Und das schaffen die. Das schaffen die tatsächlich sehr gut. Und dann inklusive deutscher Texte, den Konzepten, ein paar Hits zwischen, ist meine Erwartung einfach erfüllt. Sie ist jetzt auch nicht krass übertroffen, da möchte ich jetzt auch nicht in zu große Euphorie verfallen, aber die wurde einfach erfüllt. Ne? Und das ist dann so ein bisschen dieser zweite Punkt. Der erste war, was ist meine Erwartung? Der zweite ist, wie sieht es mit der Erwartung aus? Wurden die erfüllt? Die wurden einfach positiv erfüllt. Das ist eine tolle Bereicherung für mein Black Metal Portfolio. Ich habe die in den letzten Tagen die sind bei mir im Auto und dann laufen die, ach Bock, hätte ich mal wieder rein. So, es ist einfach eine geile Ergänzung. Und dann muss ich dann auch euch denken, es ist einfach, wie ich finde, der richtige Einstieg gewesen. Auch vom Konzept beide zu nehmen, dann hat man so ein Duo zusammenhängend, finde ich auch deswegen ganz schön, weil man startet ja irgendwo mitten in der Diskografie, passt dann einfach ganz gut. Und der dritte Punkt ist immer, ja, wie geht's mit mir weiter? Knocked-Off-Drücker. Ich bin jetzt ein bisschen neugierig tatsächlich. Die Frage ist, gehe ich eher nach vorne, also zeitlich in die Gegenwart, oder gehe ich eher in den Hintergrund, dann Richtung Taverne-Album? Das haben mir tatsächlich sehr viele empfohlen, das Taverne-Album. Das könnte tatsächlich noch etwas sein. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht erstmal bei YouTube klassisch reinhöre, um es mir dann zu kaufen, ob es dann einen Preis wert ist. Denn wenn ich dann mir das Taverne-Album hole, muss ich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Es sei denn, die machen irgendwann mal die nächsten Reprints, was mich sehr freuen würde, weil Sammler bin ich dann so sehr nicht, dass ich irgendeine CD von Wert haben will. Ich will am Schluss nur die Mucke hören. Und in seinem Originalzustand, ist nur ein kleines Edit. Und dann muss das schon sehr passen, dass ich sage, fuck, das ist ein Album, das will ich haben, dass ich dieses Taverne-Album mir dann halt auch für eine CD zumindest etwas über dem Budget holen soll. Denn auch das wird in eine ähnliche Richtung gehen wie eins dieser Nektar-Alben. Ich weiß nicht mal, ob es das erste oder zweite war, was schwierig zu bekommen war. Ich glaube, es war übrigens das zweite, aber ist auch egal. Und das ist so ein bisschen die Frage. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen auf euren weiteren Feedback angewiesen. Vielleicht auch mal, ne, sonst finde ich auch ein guter Einstieg, wenn man jetzt einen Einstieg zur Band hat, einen großen Zeitsprung zu machen, wie klingt das aktuelle Album, dann hat man natürlich eine sehr große Spanne und ich weiß nicht, 8 Alben oder so dazwischen. Ob ich weitermache, weiß ich noch gar nicht. Ich sehe es jetzt noch nicht als zwingend notwendig, das Taverne, weil es viele Empfehlungen hat. Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, hat zumindest meine Neugierde geweckt. Aber in jedem Fall, finde ich, kann man mit den beiden Nektar-Alben einfach sehr, sehr gut arbeiten. Das sind wirklich einfach richtig, richtig geile Black-Metal-Alben. Man möchte fast sagen, da ist wirklich auch Schöpfung gemacht worden, denn das sind komplexe, große Gebilde, im Kern aber Black Metal, im Kern die Emotionen behalten, Melodien, ist schon sehr, sehr rund. Und dann muss ich wirklich einfach am Schluss nochmal sagen, euch danken, denn das war der richtige Einstieg für mich, genau der richtige, mit einer schönen Mitte aus aufwendiger Komposition, dann das Avantgardistische, Verspieltheit, ein bisschen was Progressives, und aber auch mit Atmosphäre, mit Melodie, aber halt auch im Kern noch Black Metal geblieben und dann auch trotzdem noch mit ein paar Hits, auf jeden Fall sein Geld wert. Also wenn ich die Summe, was ich für die beiden Alben gezahlt habe, dann mal zusammen addiere, bereue ich davon nicht einen Cent. Und insofern waren das genau die richtigen Empfehlungen von euch. Dafür vielen Dank. Wie gesagt, meine Erwartungen wurden genau erfüllt. 100%, hat sehr viel Spaß gemacht. Umso froher bin ich, dass ich durch euch, durch euren vielen Input, weil wenn man sich Knocked-Off-Drücker mit der Disco mal anguckt, ja, also ich hätte es eher abschreckend gefunden, dass manche Alben vergriffen sind, hätte vielleicht zu den B-Ware gegriffen, verhältnismäßig und vielleicht nicht, wo die in der schöpferischen Hochphase waren, vielleicht sind sie es ja trotzdem, weiß ich nicht, ne? Aber vielleicht hätte man sich vergriffen und die waren für mich jetzt zumindest so, hat sich das alles richtig angefühlt und da habe ich von euch den richtigen Tipp bekommen, 2 von 2 sozusagen schon, bei Katatonia hat es 2 von 3 gepasst sozusagen, aber jetzt 2 von 2, wirklich beide Alben auf den Punkt, geben mir sehr verschiedene Vibes tatsächlich, auch wenn die vom Stil natürlich intern sehr ähnlich sind.
aber das ist einfach eine wunderbare Ergänzung meiner Musiksammlung und meines Portfolios und meines, ja, Black-Metal-Geschmacks, so wie ich es auch gerne höre. Es passt einfach auch wirklich tatsächlich sehr, sehr gut in den Black-Metal-Stil, den ich aktuell gut finde und der bei mir so rauf und runter fällt. Deswegen die richtigen Alben zur richtigen Zeit, das ist es tatsächlich und so kann man es nicht anders sagen. Und da muss ich euch einfach Danke sagen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen, dass ihr mir diese geilen Empfehlungen gegeben habt und dass die wirklich auch so einstimmig waren, weil sonst hätte man vielleicht doch aufgrund von Budget gesagt, oh, vielleicht dann doch nicht dieses Nektar-Album. Genau richtig, genau auf den Punkt. Ob das Taverne dann noch kommt, müssen wir mal schauen. Vielleicht wird es ja auch noch mal günstiger oder vielleicht, wenn ihr mal reprintet oder so, weiß der Henker. Aber in jedem Fall, oder so ein aktuelles Album, in jedem Fall eine geile Empfehlung. Vielen, vielen Dank für euch. Wir haben natürlich noch zwei weitere Antwortvideos auf die erste Runde Bands und Zugangsspecial. Wir werden das genauso weitergehen. Also gibt es als nächstes in den nächsten Wochen Nick Cave and the Bad Seeds und aber das dann in einem anderen Video. Das war auf jeden Fall von mir, Noctopducta, mein Einstieg durch eure Hilfe. Vielen Dank dafür. Kann man nicht oft genug sagen. Ja, ich spiele die Alben jetzt mal weiterhören. Macht nämlich echt Spaß und kommt super. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank für die Tipps und fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.